Hallo Marius mit Wendling, sisu-training.de, heute die 391 von 365 mit einem wieder mal konkreten Schwimmtraining für die aktuelle Kalenderwoche 18 für all diejenigen, die jetzt in Frankfurt, Roth, Klagenfurt oder auch in Zürich am Start sind, ist es ein Set, was durchaus Sinn macht und es sieht wie folgt aus, nämlich 600 Meter locker einschwimmen. Dann 5x200 mit Full Gear, also Pedals, Pullboy und Band um die Knöchel, dass man wirklich nur über die Arme schwimmt. Und Pause jeweils 30 Sekunden nach 200. Und ihr schwimmt die 100 Meter locker, 50 mittel und 50 zügig. Zügig heißt in dem Fall nicht sprinten, sondern wirklich schon mal mit Druck und mit Schmackes, aber nicht eben Vollgas. Danach 5x200 Pullboy only. Pause 25 Sekunden, also 5 Sekunden weniger, 150 locker und 50 zügig. Und dann hinten drauf 5x200, Pause wird wieder ein bisschen kürzer, nämlich 20 Sekunden. Und da schwimmt ihr jetzt die ersten 50 Meter wirklich Vollgas, also richtig hart anschwimmen, 100 ganz locker und dann die letzten 50 nochmal ein bisschen zügiger. Dann ausschwimmen 100 bis 500 Meter, je nachdem wie viel Zeit ihr habt oder wie viel Körner ihr noch im Tank habt. Sind dann in Summe 3,7 bis 4.100. Ihr seht, da ist null Technik mit drin, wie ihr es vielleicht aus dem Triathlon-Magazin oder sonst irgendwoher kennt. Techniktraining heißt bei mir Paddle-Schwimmen. Und ja, man macht die Arme schön müde am Anfang durch das Schwimmen mit Paddles, Pullboy und dem Band. Und dann wird der Widerstand immer geringer. Also dann kommt nur der Pullboy zum Einsatz, dass die Frequenz wieder so ein bisschen hochgeht. Und am Schluss schwimmt man dann nackig, also ohne irgendwelches Equipment. Und das ist ein Set, was ja, meine Athleten schon seit Jahren eigentlich schwimmen müssen, weil es sich doch bewahrheitet hat, dass das ein gutes Ding ist. Und in Sachen Formaufbau einiges ja, letztendlich dann auch bringt. 3,7 bis 4,1 dauert vielleicht ja, gute Stunde, Stunde 10, sowas, je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid. Und ja, ist einfach nur straight to the point, würde ich sagen. Also bis die Tage. Ciao.